gonna take on the world. Herbert Grönemeyer, einer der politisch korrektesten Sänger, die wir in Deutschland haben, immer stramm auf Linie des Zeitgeistes, der hat einmal gesungen, Kinder an die Macht. Und jetzt ist es soweit, zumindest wenn es nach dem Willen von Emilia Vester geht. Hi, ich bin die Milla und ich bin die jüngste Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Wie alt bist du denn? Ich bin 23 Jahre jung. Vielleicht erinnern Sie sich, Emilia Vester ist die Bundestagsabgeordnete der Grünen, die dadurch bekannt wurde, dass sie in ihrer Rede zur Impfpflicht, die sie massiv befürwortete, gleich zweimal flunkerte. Zum einen sagte sie, sie konnte nicht mehr an die Uni wegen Corona, was insofern logisch war, als sie gar nicht an einer Universität eingeschrieben war. Und sie sagte auch, sie konnte nicht ins Ausland, aber sie hat auf Instagram ein Foto gepostet, wo sie im Ausland war. Es verschlägt mir gleich die Sprache. Ich habe innerhalb der vergangenen 2 Jahre aus Vorsicht und aus Rücksicht das Folgende nicht gemacht. Ich war nicht in der Uni. Ich war nicht im Ausland. Wenn Sie und Ihre Freundinnen der Freiheit sich einfach hätten impfen lassen, als die meisten von uns so vernünftig waren und diesen einfachen Schritt gegangen sind, dann wäre ich jetzt wieder frei. Lassen Sie sich impfen. Für die Kinder, die Jugendlichen, für unsere Freiheit. Ich kämpfe für die allgemeine Impfpflicht ab 18. Denn Impfen darf keine Individualentscheidung mehr sein. Es ist keine. Und diese Emilia Vester, die hat jetzt vorgeschlagen, dass man doch schon 2-Jährigen das Wahlrecht für den Bundestag einräumt. Nein, 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 Sie haben sich nicht verhört. Es ist auch keine Satire. Die junge Dame will wirklich, dass man 2-Jährige bereits wählen lässt. Sie sagt auch dazu, das ist vielleicht nicht Linie der Partei, aber sie sei dafür. Das war in einem Gespräch mit Wolfgang Schäuble, der von seinen Enkelkindern erzählte. Und sie sagte, die müssen auch schon wählen können. Der fragte dann auch das 2-Jährige. Ja, auch das 2-Jährige. Und ja, wo kommen wir als nächstes hin? Also, ich möchte zum Beispiel, dass meine beiden Katzen wählen können. Warum sollen die nicht wählen dürfen? Ich finde, die haben auch ein Recht zu wählen. Das verletzt das Tierrecht, wenn meine beiden Katzen nicht mitwählen dürfen. Außerdem ist dann die Frage, wenn man mit 2 schon wählen darf, ist man dann mit 2 auch schon strafmündig? Also, wenn ein 2-jähriges Kind irgendwo im Laden unten an der Lollitheke sich einen Lolli mitnimmt, wird es dann auch schon vor Gericht gestellt nach dieser Logik? Muss es dann im schlimmsten Fall als Wiederholungstäter ins Gefängnis? Wenn es bei einem Staubsaugervertreter, ist das noch politisch korrekt? Oder muss es dann Staubsaugerinnen, Vertreterinnen? Ich komme völlig durcheinander mit dieser ganzen Genderei. Wenn es sich da also einen Staubsauger-Innenvertrag aufreden lässt und da antworten, und das dann als Ja aufgefasst wird, ist das Ganze dann rechtskräftig. Fragen über Fragen in diesem besten Deutschland aller Zeiten. In meinen Augen leben wir in Absurdistan. Kinder an die Macht, das ist offenbar das Prinzip. Und wo Sie hinschauen, also ganz viele Meldungen jetzt auch auf meiner Seite, wo man sich einfach fragt, was hat das Ganze noch mit Verstand zu tun, wenn zum Beispiel die Grünen jetzt unterscheiden zwischen Gas und Strom, so als ob nicht Gas zu Strom verbrannt würde, verfeuert würde. Ja, wir leben in einem Infantilistan, ich habe früher immer gesagt Absurdistan, und in meinen Augen wird das Erwachen ziemlich schwierig, aber Frau Vester, die tanzt ja auch schon im Bundestag, die lässt es sich richtig gut gehen, das freut mich auch, mit einer richtigen kindlichen Infantilität. Laut der Bundestagsseite von ihr hat sie auch gar keine Berufsausbildung, ist ja auch okay, hat etwas im Theater gemacht, wozu sollte man auch eine Berufsausbildung haben, wenn man als Volksvertreter in den Bundestag geht. Ich rede ja gar nicht von einem Universitätsabschluss, es
wäre ja Berufsausbildung auch schon schön genug, wenigstens Leute, die mal im Beruf werden. Vielleicht sollte man das ändern. Nicht Zweijährige zum Wählen bringen, sondern Bundestagsabgeordnete dazu bringen, dass die meisten von ihnen einmal im normalen Berufsleben waren und nicht gleich im Parlament. Zumindest könnte man dafür ja eine Quote einführen. Also eine Quote von denjenigen, die im normalen Berufsleben gewesen sein müssen. Aber da wäre eine Quote sicher schlecht. Ich frage mich eh bei der Quote, wie soll das jetzt gehen, wenn man einmal im Jahr das Geschlecht wechseln darf? Und dann kann man also sich morgen zur Frau ummelden, dann als Frau in den Bundestag, weil das ja viel einfacher ist mit der Frauenquote, und dann wieder Mann werden. Fragen über Fragen. Das ist wirklich schön, dass man in diesem neuen, besten Deutschland aller Zeiten, wie unser Herr Bundespräsident das verkündet, was für ein Größenwahn, dass man da alles ständig hinterfragen kann und es so viele Fragen gibt. In diesem Sinne, alles Gute, schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, unterstützen Sie, zeigen Sie PayPal, was eine Harke ist, diesen politisch korrekten Vollziehern. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und ein regelrechtes Backstage habe ich heute nicht. Dafür eine Ermunterung, so gegen 17 Uhr heute Dienstag mache ich einen Livestream, plane es zumindest. Also wer da ist, wer Zeit hat, wer Lust hat, so gegen 17 Uhr, den kann man natürlich auch nachträglich anschauen, dann hier auf YouTube. Alles Gute, danke, ciao.